Hallo Leute, zum zweiten Video. Ich höre gesagt, jetzt gibt's Videos und es ist jetzt auch wirklich erst der zweite Tag hier aus Finale Ligure. Hier vom, sieht man das richtig, vom Teamcamp. Gestern, das war ein bisschen ein schneller Einstieg. War bloß ein Run, ein Chuck direkt hinterher geheizt. Hab nicht wirklich groß aufs Bike geachtet, das hat sich einfach alles schon mal nicht schlecht angefühlt. Eigentlich fast ein bisschen zu wild gewesen für die erste Abfahrt mit den kompletten Prototypen. Da fährt man eigentlich erstmal ein bisschen langsamer. Aber es war geil, deshalb haben wir es gemacht. Jetzt ist, wie gesagt, Tag 2 vor mir ist die Maschine. Wir sind jetzt hier, keine Ahnung, ich kenne mich in dem Finale Ligure noch nicht so aus, an einem Trail. An einem Parkplatz, wo SRAM dabei ist, wo quasi wir jetzt richtig testen, von A bis Z, an einem Trail, den immer wieder fahren. Ich bin jetzt gerade schon mal abgerollt und jetzt geht's im Endeffekt los. Da dieses Bike ja in einem kompletten Prototypenstatus ist, wird jetzt einfach mal alles getestet, weil es gibt mit Sicherheit irgendwelche Sachen, die vielleicht nicht so sein, nicht so sind, wie sie sein sollten, und die werden dann irgendwann auffallen und dann probiert man es zu verbessern oder, wenn es gut ist, trotzdem noch irgendwie was besser zu machen, aber eben einfach zu testen. Für mich ist ja mehr oder weniger alles neu dieses Jahr mit kompletten RockShox Fahrwerk etze. Das erste Mal, dass ich den Dämpfer fuhr, RockShox Gabel, die komplett neuen Bremsen, ziemlich geil, mehr als geil. Tja, das wird sich auf jeden Fall anders anfühlen und einfach probieren. Auch die neue Schaltung, neues Schaltwerk, alles fresh, das dem wir auch ein bisschen testen, aber jetzt hat, primär geht es jetzt einfach mal darum, bergab zu fahren auf einer Strecke, wo ich mich jetzt ein bisschen eingroove und dann alles ein bisschen durchzutesten, durchzuprobieren. Ihr seid dabei. Wird bestimmt ein langer Tag, alles ein bisschen zu machen, aber ich bin heiß, die Leute hier sind heiß, das Wetter ist heiß, deshalb geht's jetzt ab. So, ich habe mir gedacht, so ein richtiger E-Bike-Pro, der kann einmal zum Warm-up erstmal die erste Abfahrt oder die zweite Straße ein bisschen hochtreten, auch wenn wir Shuttle hätten, um einfach so richtig E-Bike-mäßig in Groove zu kommen. Bin die Strecke jetzt ja vorher schon mal gefahren und jetzt, ich kenne sie noch nicht richtig, und jetzt halt einfach so auf 70-80% immer durchfahren und dann so ein bisschen fühlen, was das Bike macht, was das Fahrwerk macht, was ich mache, ob es irgendwelche unvorhergesehenen Ausschläge macht oder irgendwas das Fahrrad. Und so gesehen, jeden Run jetzt mal irgendwas probieren. Ne? Also, ihr seid dabei. Jetzt mal einen Run runter. Mit vorne 170er Gabel, hinten Stahlfederdämpfer. Sonst alles ganz normal. Einfach mal ein Gefühl. Und dann mal umbauen auf Luftdämpfer oder kürzere Gabel oder. Jetzt einfach Step by Step, ne?
ist auf jeden Fall nicht gerade die unroughste Strecke. War nix. Da ist er. Denkst du, wir können da sogar erstmal einen Dämpfer reinhängen, einen anderen Luftdämpfer? Bevor wir die Gabel machen? Ja. Hattest du den roten Gummiring vorm Losfahren mal runtergeschoben? Bei der ersten Abfahrt schon. Weil der hängt ja wirklich komplett auf Anschlag heute. Aha, aber jetzt bin ich nicht durchgegangen. Okay. Also definitiv, da das siehst du das. Ja. See you there. Do you remember all the run? Me? Yeah. No. Me neither, yeah? No. Far away. Like everything looks just the same, that it's hard. I just try to go, I don't know, like 70-75% yeah. And do always the same and just try to... Yeah. Also, check mal. Alter, ist das ein Unterschied. Unglaublich. Krass. Also das war jetzt ein krasser Unterschied. Wir haben das jetzt einfach mal bloß so reingesteckt, den Luftdämpfer. Ich habe, also vom Fahren vorher, habe ich mir gedacht, so ein bisschen mehr Endprogression wäre geil. Oder nach dem hätte ich jetzt dann wahrscheinlich gesucht. Und dann steckst du einen Luftdämpfer rein. Also wenn mal irgendjemand von euch Probleme hat, dass ihm das Rad vielleicht so wie ein bisschen zu sehr durchrauscht oder irgend sowas, und er steckt dann einen Luftdämpfer rein. Unglaublich. Also das ist ein Unterschied. Ich bin gerade baff. Ich habe ja solche Tests auch schon ein Weilchen nicht mehr gemacht. Wenn du einfach Back-to-Back Sachen richtig komplett mal unterschiedlich fahren kannst. Verrückt, wie ein Fahrrad sich ändern kann. Also das war jetzt von vorher eigentlich gut, wo ich mir beim Fahren so gedacht habe, ein bisschen mehr Progression wäre eigentlich gar nicht schlecht, zu jetzt dieses Teil drin und du denkst dir, holy shit. So, was ich jetzt noch schnell gemacht habe, ist das eigentliche Full 29er, was wir hier fahren, der Maschine. Und meine Beinlänge ist aber, glaube ich, nicht für Full 29 geeignet, oder nicht, glaube ich, ich habe eher kurze Beine und habe immer ein bisschen Problem, dass mich dann hinten reinwurstelt. Ich habe jetzt mal 27,5 reingesteckt. Ich probiere das jetzt einfach. Mal schauen, wie das noch ist. Mal schauen. Also Leute, das war mal wieder der Klassiker, der Akkuleerganger im Fahren. Aber
Tag ist durch. Es wird abgebaut. Ich habe wirklich einiges testen können. Ihr habt da gesehen, wie eigentlich überrascht ich war, was solche Dinge einfach ausmachen. Also echt crazy. Und das wird die nächsten Tage bestimmt noch einiges kommen, vor allem wenn es dann ein bisschen ins Detail geht. Das ist jetzt wirklich nur komplett grob einfach mal alles durchprobieren. Und dann, wenn es ins Detail geht, kommt da bestimmt noch mal ein bisschen was raus. Letzter Lauf mit dem kleinen Hinterrad ist definitiv, auch wenn das eigentlich als Full 29er konstruiert ist, das Rad ist es mehr das, was mir taugt, weil, habe ich glaube ich schon gesagt, nicht gerade die längsten Beinchen habe ich und habe einfach deutlich mehr Reserven, wenn es mal irgendwo runter geht oder wenn meine Körperhaltung nicht passt und ich einfach irgendwas extrem wegdrücke und dann noch ein Schlag aufs Hinterrad kommt, hänge ich nicht gleich im Hinterrad drin und ist einfach sicherer für mich und dann habe ich mehr Vertrauen und deshalb bin ich dann schneller, arschschnell. Also, Tag 1, also der wirkliche Tag 1, so gesehen jetzt rum, wo wir mal ein bisschen was getestet haben. Ich komme die Tage mal noch mehr mit Details zu dem Rad, aber schon mal top, weil wenn es von Anfang an schon mal ganz gut funktioniert, dann weiß man, es geht in die richtige Richtung. Also ich bin schon mal happy. Ihr seid dann auch happy, weil die Videos dann weitergehen. Also, Tag ist rum, ich bin durch, die anderen sind durch, jeder ist durch. Ciao, ciao, grazie.